Dieser Mann heißt Franz Stadler, 41 Jahre alt, Geburtsort München, Familienstand, verheiratet. Gefordert werden von ihm ein ausgeglichenes Wesen, kollegiales Verhalten, schnelles Reaktionsvermögen und Verantwortungsbewusstsein. Franz Stadler hat diese Bedingungen in den 9 Jahren seiner Ausbildung erfüllt. Sein Beruf: Lokführer. Die modernste und schnellste Lok ist derzeit die 103. Mit 6 Motoren, 14.000 PS und 200 Sachen Spitzengeschwindigkeit ist sie das Rennpferd im Stall der Bundesbahn. In ihrem Führerstand nehmen nur Spitzenkräfte Platz. Die 103 prägt jedoch nur eines der vielen Gesichter, die den Beruf des Lokführers kennzeichnen. Die Pionierzeit der Eisenbahn ist längst Geschichte und Reisen ist heute kein Abenteuer mehr. Komfort und Sicherheit sind an die Stelle wagemutiger Lokführer getreten. Und doch ein Hauch von Romantik hat sich in unsere Zeit gerettet. Als Franz Stadler seine Liebe zur Eisenbahn entdeckte, gab es noch keine elektrisch- oder dieselgetriebene Lokomotiven. An der Spitze der Entwicklung stand die Dampflok. Heute erfährt ein Lokführeranwärter nur noch Anekdoten über sie. Ihre Bedienungsanleitung braucht er nicht mehr zu kennen. Lokomotivführer, das war doch immer schon der Traum von einem Buben. Da, als Beherrscher auf den stählernen Riesen da herum. Ja, das hat halt Eindruck gemacht, als ich zur Berufswahl geschritten bin. Ich hab's gar nicht beim Traum lassen. Ich habe alles gemacht dazu, um den zu verwirklichen. Es war aber ein langer Weg, bis ich so weit gewesen bin. Ich habe einen Beruf lernen müssen, habe Maschinenschlosser gelernt. Das war die Voraussetzung dazu, dass man das überhaupt werden kann. Hab dann von der Pike auf bei der Eisenbahn gearbeitet in einem Ausbesserungswerk, bin mit den Lokomotiven vertraut worden, hab dann Prüfungen machen müssen, um überhaupt aufgenommen zu werden. Ja, damals hat man noch Heizer machen müssen. Ein Jahr lang war Vorschrift, dass ich einen Heizer mache auf der Lokomotive rum. Kann mich noch gut erinnern, am ersten Tag, voller Tatendrang, komm ich da her an die Maschinen. War ein ganz kleines Pokal, war das noch. No, da steht der Lokführer herum. Ein staatlicher Mann war das. Ja, das hat aufzwirbelt, den Schnauzbart hat er gehabt. Na, schaut er so gering, so herablassen, schaut er da runter. Was, Bub, Lokomotivführer möchtest du werden? Ja. Hol einmal ein Bier zuerst und eine Brotzeit. Dann gehen wir mal wieder weiter in mir zwei. Im nordbayerischen Hof drehen sich die letzten Räder im Rhythmus der Dampfkolben. 1975 wird dieses Geräusch auf Deutschlands Schienen nicht mehr zu hören sein. Dann stehen auch dort Diesel- und E-Maschinen in den Lokschuppen. Die Dampflokomotive wird ihre Bewunderer endgültig im Museum empfangen. Ein Gedanke, der ihre Liebhaber wehmütig stimmen mag. Aber etwas umständlich waren sie schon, diese alten Veteranen. Obwohl sie robuster aussehen als ihre modernen Kollegen, sind sie doch wesentlich pflegebedürftiger. Täglich müssen Schrauben, Räder und Lager kontrolliert werden. Täglich muss für neue Energie, das heißt Kohle und Wasser, gesorgt sein. Ein Wartungsaufwand, der nicht nur dementsprechende Anlagen, sondern auch eine Menge Arbeitskräfte erfordert. Damals, eine Fahrt auf den Lokomotiven. Es war noch ein anderes Fahrgefühl, als wir heute auf den modernen Schnellzugslokomotiven, auf den elektrischen. Man konnte sich damals noch so richtig identifizieren mit der Lokomotive. Man hat mitgefühlt, wenn es am Berg aufgegangen ist. Die Lok hat gestöhnt, man hat die Kraft noch gefühlt da, wenn sie die Lok geplagt hat drauf, man hat mitgelitten. Dann, Freude hat man sich, wenn es ein bisschen leichter gegangen ist. Die Geschwindigkeit hat man schon ungefähr kennt, wie schnell das man ist. Wenn die Schürhaken das Klappern noch gefangen hat, man gewusst, jetzt haben wir ungefähr 50. Wenn Kohlen runtergekommen sind, dann sind wir 70 gefahren. Wenn die Tenderblech geklappert haben, na, da waren es 80. Der Übergang jetzt von den alten Lokomotiven auf die neuen, es war nur eine harte und schwere Arbeit zum Lernen. Ich hab alte Lokomotivführer kennt, die gesagt haben, ach, mein Lokomotiv wird jetzt verschrottet, dann gehe ich lieber auch gleich mit in Pension.
1835 zockelte der berühmte Adler mit 34 PS und einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern von Nürnberg nach Fürth. Rund 100 Jahre später wurde die 01 in Betrieb genommen. Die Leistungsfähigkeit war auf 2400 PS gestiegen. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde wurde sie die bewährteste Schnellzugsdampflok Deutschlands. Auf der Strecke Hof-Bamberg ist sie heute noch im planmäßigen Einsatz. Berufs- und Hobbyfotografen kommen sogar aus Japan, England und Amerika, um diese Sehenswürdigkeit festzuhalten. Franz Stadler zählt zu den wenigen Lokführern, die noch alle Loktypen fahren können. Der Heizer, der ihm hier zur Seite steht, ist der Letzte, der seine Lokführerprüfung auf einem Dampfross ablegen wird. Auch er muss ein Jahr lang Kohle schippen, bevor er selbst ans Steuer darf. Jeden Tag 4 bis 5 Tonnen. Denn auf 1000 Kilometer frisst die 01 rund 13 Tonnen Kohle, um die 16 Atmosphären Dampfdruck zu erzeugen, die eine flotte Fahrt garantieren. Auch für Franz Stadler ist die Dampflok inzwischen Geschichte. Auf ihn wartet heute die moderne 103. Es ist Dienstag, 5 Uhr morgens. Um 6.45 Uhr soll der Trans-Europa-Express Rembrandt von München nach Amsterdam fahren. Während im Hauptbahnhof die Waggons bereitgestellt werden, muss der Lokführer die Zugmaschine persönlich im Bahnbetriebswerk abholen. Sobald der Lokführer das Bahnwerk betritt, muss er im Besitz einer richtig gehenden Uhr sein, müssen sich in seiner Aktentasche Buchfahrplan, Langsamfahrplan, Schaltpläne und Störungsblätter befinden. Unterlagen, die ihm Fahrzeiten, Baustellen und Umleitungen anzeigen oder ihm bei kleineren Störungen helfen, die Maschine wieder flott zu machen. Die nächste Dienstvorschrift betrifft das Einsteigen. Erstens Türe öffnen, zweitens Tasche hochstellen, drittens selbst einsteigen. Anders geht es auch gar nicht. Bevor sich die Räder einer Lok in Bewegung setzen, muss sie einer genauen Funktionsprüfung unterzogen werden. Diese Prüfung betrifft vor allem die Sicherheitseinrichtungen wie Indusi, SIFA und die drei verschiedenen Bremssysteme: Druckluftbremse, Motorbremse, Schienenbremse. Bei der Bundesbahn hält man sich strikt an die Regel: Ein Zug, der steht, ist ärgerlich. Ein Zug, der nicht bremst, gefährlich. Du, Franz, pass auf, in Geislingen ist starker Nebel. Ja, wir werden schon durchfinden. Alle reden vom Wetter, wir nicht. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber im Prinzip stimmt's. Jeder Zug fährt mit der streckenzulässigen Höchstgeschwindigkeit, egal ob es regnet, schneit oder ob die Sonne scheint. Lediglich dem Lokführer ist das Wetter nicht ganz so gleichgültig. Wenn es Nebel hat, dann tauchen die Signale im letzten Moment auf und sind auch schon wieder vorbei. Und das erfordert höchste Konzentration. Bei Geschwindigkeiten über 140 Stundenkilometern ist deshalb die Lok mit 2 voll ausgebildeten Lokführern besetzt. 4 Augen sehen nun einmal mehr als 2. Während der eine die Maschine bedient, liest der andere aus dem Liederbuch vor, wie der Streckenfahrplan im Fachjargon genannt wird. Ein Zug mit 450 Tonnen Gesamtgewicht, der 160 Stundenkilometer schnell ist, braucht selbst bei einer Vollbremsung 1,2 Kilometer, bis er wieder zum Stillstand kommt. Dass dieser Bremsweg keinesfalls überschritten wird, dafür sorgen die zahlreichen Sicherheitseinrichtungen. Die Fahrgäste können unbesorgt einen Brief diktieren oder ein Telefonat erledigen. Der Zug
nehmen, darf ich schreiben? Sono qui sul Intercity che va da Monaco a Stoccarda. Io adesso mi fermo un po' di tempo qui a Stoccarda, poi proseguo per Francoforte. Wenn ein Lokführer ein Haltesignal oder eine Geschwindigkeitsbegrenzung übersehen hat, löst die induktive Zugsicherung automatisch eine Zwangsbremsung aus. Am Gleis befestigte Elektromagneten kontrollieren sozusagen den Lokführer. Der moderne Lokführer fährt nur noch einen halben Arbeitstag lang in die Ferne. Heute wird Franz Stadler seine Mittagspause in Stuttgart verbringen. Dort werden auch Personal und Lok gewechselt. Während der Rembrandt weiter nach Amsterdam fahren wird, bleibt seine Maschine im Bahnhofsgelände, um den nächsten Intercity wieder nach München zu ziehen. Wenn die Fahrzeiten zu dicht aufeinander folgen, verlässt Franz Stadler nicht einmal die Lok. In 40 Minuten geht es bereits wieder in Richtung Heimat. Während die Fahrgäste den Komfort eines Intercity-Zuges genießen, huschen an ihnen Vorsignale, Warntafeln und Streckenbezeichnungen vorbei, deren Bedeutung sie nicht kennen. Für Franz Stadler aber heißt es wieder, langsam fahren, anhalten, schneller fahren, vorsichtig fahren, damit es eine gute Reise wird. Es lässt sich schwer feststellen, wann für Franz Stadler Hobby oder Urlaub beginnen. Er hat seinen Traumberuf verwirklicht und auch die Geräusche aus seiner Arbeitswelt sind Musik in seinen Ohren. Manchmal lässt er sich auch gerne von einem Kollegen durch die Gegend kutschieren und genießt mit seiner Frau das Gefühl, dass Züge von selbst fahren und dass da vorne in der Lok ein Mann sitzt, den nichts so leicht aus dem Gleis werfen kann. Und das Schwierigste, meine Herren, beim Lokomotivfahren, das ist doch das, stellen Sie sich vor, wie schmal das die Schienen sind. Ja, und wenn Sie da noch lenken müssen, dann stellen Sie sich vor, das bei Nacht und Nebel. Und dass da nicht runterfallen, das ist doch ein Kunststück, sowas. Aber gewiss. Zum Prost, meine Herren. Prost. Zum Prost. Zum Prost. Zum Prost. Zum Prost.